Dieses Video, das geht auf drei sehr spannende Fragen ein. Erstens, sind die Menschen, die Sie für Ihre Freunde halten, wirklich Freunde? Oder sind es vielleicht sogar Feinde? Zweitens, welche Folgen hat es, falls Sie keine Freunde haben? Die Auswirkung ist größer als gedacht. Und drittens, wie können Sie auch im fortgeschrittenen Alter noch neue Freunde finden? Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des aktuellen Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, aus der Sie Tag für Tag Selbstbewusstsein und Motivation schöpfen können. Den Link zu den kostenlosen Probewochen, den finden Sie unter diesem Video. Eine wichtige Erkenntnis gleich vorweg. Es ist auf jeden Fall besser, wenn Sie keine Freunde haben und das wissen, als wenn Sie von falschen Freunden umgeben sind und das nicht wissen. Denn falsche Freunde, die lassen Sie genau in dem Moment fallen, in dem Sie Ihre Hilfe am dringendsten brauchen. Wenn Sie arbeitslos werden, wenn Sie eine schlimme Diagnose bekommen, wenn Sie verlassen werden oder wenn Ihr Konto ins Minus rutscht. Was Sie jetzt bräuchten, das wäre jemand, der Ihnen beisteht. Doch falsche Freunde, die wollten sich bloß in Ihrem Lichte sonnen. Bei Schatten, da machen die sich ganz schnell vom Acker. Das kann eine schmerzliche Erkenntnis sein, dass die vermeintlichen Freunde keine Freunde sind. Es ist, als würden sie in einer Bergwand klettern und davon ausgehen, der andere, der sichert sie durch sein Seil. Aber wenn sie stürzen, dann stellen sie, während sie immer tiefer fallen, fest, da ist gar kein Seil, da ist gar kein Schutz, denn der Freund, der war nur ein falscher Freund. Dann ist es natürlich viel besser, wenn Sie wissen, dass Sie keine Freunde haben und allein unterwegs sind, denn in diesem Fall, da werden Sie sich vorsichtiger bewegen, nicht nur in der Bergwand, sondern auch in Ihrem Leben. Ich sage Ihnen jetzt, wie Sie herausfinden können, ob Ihre Freunde wirklich Freunde sind, und dann gehe ich auf das größte Risiko ein, falls Sie tatsächlich keine echten Freunde haben, und Sie bekommen wie versprochen den Tipp, wie Sie jederzeit neue Freunde finden können. Ich stelle Ihnen drei Fragen zu Ihren Freunden oder Freundinnen. Bitte gehen Sie jeden einzelnen durch. Sie können das Video dazu auch anhalten. Frage 1. War dieser Mensch besonders für mich da, als es mir schlecht ging? Ich kenne viele sogenannte Freunde, die sich dem anderen an den Hals werfen, solange dieser auf einer Erfolgswelle schwimmt, solange der gute Laune verströmt und gern noch großzügig mit Geldscheinen um sich schmeißt. Aber solchen Menschen, denen geht es nicht um sie, sondern um sich selbst. Sie betrachten sie als eine Art Akkuladestation, aus der sie Energie saugen. Und wenn diese Station nicht mehr funktioniert, etwa weil sie selbst ein Problem haben, dann steuern die sogenannten Freunde sofort andere Ladestationen, also andere Menschen an. Für solche Leute, da sind sie nur ein Mittel zum Zweck. Mit Freundschaft hat das überhaupt nichts zu tun. Ein echter Freund oder eine echte Freundin erkennen Sie daran, dass Ihnen dieser Mensch in schweren Zeiten besonders, ganz besonders beisteht. Dass er Ihnen hilft, ein schweres Los zu tragen, dass er Ihnen zuhört, auch wenn Sie nicht nur Erfreuliches erzählen, und dass er Sie Schritt für Schritt für Schritt aus den Tälern Ihres Lebens begleitet. Das tut ein echter Freund. Fragen Sie sich also, ob Ihre Freunde besonders für Sie da sind, wenn es Ihnen schlecht geht. Zweite Frage. Ist dieser Mensch tiefergehend an mir interessiert? Bitte beachten Sie das Wort tiefergehend, denn ein oberflächliches Interesse, das wird Ihnen jeder vortäuschen, der etwas von Ihnen will, ein Haustürvertreter genauso wie ein falscher Freund. Aber oberflächliches Interesse, das erkennen Sie daran, dass der andere sich mit unvollständigen, mit ungenügenden Informationen zufrieden gibt. Zum Beispiel fragt er Sie, wie geht es dir? Und Sie antworten, nicht so gut. Und er sagt, oh, das tut mir leid, ich hoffe, es wird besser. Das ist ein oberflächliches Interesse. Ein echter Freund dagegen, der würde nachfragen, was genau fehlt dir? Und wenn Sie jetzt antworten, dass Sie in Ihrem Beruf eine Perspektive vermissen, dann wird er zum Beispiel fragen, was genau wäre denn eine Perspektive für dich? Und wenn Sie darauf geantwortet haben, dann wird der echte Freund mit Ihnen zusammen überlegen, ob Sie diesen Weg, diesen Schritt nicht einschlagen und gehen können und so den Frust überwinden. Ein echter Freund, der will ganz genau wissen, was in Ihrem Leben los ist, der will wissen, wie es Ihnen geht. Und er wird alles dafür tun, um Sie dabei zu unterstützen, mehr Glück, mehr Zufriedenheit zu finden.
Falsche Freunde aber, die sind an ihrem Leben nicht wirklich interessiert. Oft liegt das auch daran, dass falsche Freunde lieber über die wichtigste Sache der Welt sprechen, nämlich sich selbst, statt über ein abseitiges Thema wie sie. Fragen Sie sich also, ob die Menschen, die Sie für Ihre Freunde halten, sich wirklich tiefergehend für Ihr Leben und Ihre Gefühle und Ihr Wohlergehen interessieren. Und jetzt noch eine dritte und letzte Frage, mit der Sie klären können, ob Sie wirklich Freunde haben, ehe ich Ihnen sage, warum es so fatal ist, ohne Freunde leben zu müssen. Also Frage 3. Würde der andere für mich genau das tun, was er von mir selbst erwartet? Angenommen, Sie haben eine Freundin, die Sie bei Liebeskummer auch mal mitten in der Nacht anruft. Wäre diese Freundin ganz sicher sofort bereit, ähnliche Anrufe von Ihnen auch mitten in der Nacht entgegenzunehmen? Oder würde sie das Gespräch womöglich auf den nächsten Morgen verschieben? Oder angenommen, ein Freund, der erzählt Ihnen in aller Ausführlichkeit von den Projekten bei seiner Arbeit und er erwartet, dass Sie stundenlang genau zuhören. Wäre dieser Freund bereit, auch Ihre Ausführungen so lange und so aufmerksam zu verfolgen? Oder wäre er womöglich genervt und würde das Thema wechseln? Wann immer Sie ein Ungleichgewicht in der Beziehung feststellen, wann immer jemand mehr von Ihnen verlangt, als er selbst zu geben bereit ist, dann handelt es sich um einen falschen Freund. Also, würde Ihr Freund für Sie tun, was er selbst von Ihnen erwartet? Im besten Fall haben Sie alle diese drei Fragen darin bestätigt, dass Sie über gute Freunde verfügen. Aber im schlechtesten Fall ist Ihnen jetzt aufgefallen, dass Ihre Freunde eben keine sind. Und damit steht die Frage im Raum, was fehlt uns eigentlich, wenn wir keine Freunde haben? Warum ist dieser Zustand viel belastender, als wir es uns eingestehen wollen? Ich nenne Ihnen drei Dinge, die uns ohne Freunde fehlen. Prüfen Sie mal, wie das bei Ihnen ist. Erstens. Wir sehnen uns danach, unser Leben mit jemandem zu teilen. Die Freude, die wird größer und der Schmerz, der wird kleiner, wenn wir mit einem Freund darüber sprechen können. Oder ist es Ihnen noch nie passiert, dass Sie nach einem besonderen Erlebnis dachten, das muss ich unbedingt ... erzählen? Und wenn Sie es dann erzählt haben, dann haben Sie sich vermutlich noch einmal ähnlich wie in der realen Situation gefreut. Wer sich mit einem Freund freuen kann, der freut sich natürlich mehr als alleine. Und was passiert, wenn Sie den Kopf hängen lassen und Verzweiflung empfinden? Durch jedes Wort, das Sie darüber mit einem Freund reden, nimmt Ihre Verzweiflung ab. Es ist, als würden Sie mit den Worten auch das negative Gefühl loslassen. Wer seine Sorgen mit einem Freund oder einer Freundin besprechen kann, der erleichtert sich im wahrsten Sinne des Wortes auch seelisch. Das ist die erste Sache, die Ihnen fehlt, wenn Sie keine Freunde haben. Die zweite Sache, die halte ich für genauso wichtig. Es geht darum, wie Sie über sich selber denken. Jeder von uns kennt Phasen und Situationen, in denen der unzufrieden ist mit sich selbst oder sich gar beschimpft, so nach dem Motto, wie konnte ich Trottel nur oder warum hab ich Affe nicht? Das ist die kritische Stimme der Eltern, die in unserem Kopf nachklingt. Und wie gelingt es Ihnen nun, trotz dieser negativen Töne, ein positives Selbstbild zu entwickeln? Eine Grundlage, die Ihnen sehr dabei helfen kann, das sind die Rückmeldungen echter Freunde. Wenn ein Freund uns sagt, dass wir sympathisch wirken oder gut erzählen können oder einen guten Kleidungsstil haben oder prima organisiert sind, dann färben diese Komplimente des Freundes natürlich auf unser Selbstbild ab. Sie glauben dann an die Eigenschaften, die Ihnen ein vertrauter Freund nachsagt. Und wenn Sie davon ausgehen, zum Beispiel sympathisch zu sein, dann wirken Sie sofort sympathischer, denn jeder ist, was er denkt. Wer keine Freunde hat, der muss auf diese positiven Spiegelungen durch vertraute Menschen weitgehend verzichten. Und die Folge kann sein, dass er mehr Gewicht auf das Urteil seiner Ursprungsfamilie legt. Aber solche Urteile, gerade der Eltern, können zu überholten, zu subjektiven und im schlimmsten Fall zu toxischen Selbstbildern führen. Es soll Menschen mit wunderbarer Stimme geben, die mit 40 Jahren noch immer keinen Ton singen, weil die Mutter steif und fest behauptet, du kannst nicht singen. Darum sage ich, Freunde sind wichtig, weil sie, durch ihre Rückmeldungen, ihr Selbstbild positiv beeinflussen und prägen können.
Und jetzt noch ein dritter und letzter Punkt, warum es gefährlich ist, keine Freunde zu haben. Denn was passiert, wenn Sie in eine kritische Situation geraten, gesundheitlich, beruflich oder finanziell? Dann wenden sich flüchtige Bekannte wahrscheinlich schlagartig von Ihnen ab und dann stehen Sie ganz alleine da, obwohl Sie gerade jetzt die Unterstützung eines vertrauten Menschen benötigen. Und dieser vertraute Mensch, das kann nicht immer Ihr Intimpartner sein, zumal Sie eventuell gerade keinen haben oder mit einer Trennung kämpfen. Etwas mehr Abstand, wie ihn Freunde haben, ist oft sehr hilfreich. Gerade in solchen Krisensituationen, da sind Freunde ein Segen. Ich meine Freunde, die einfach da sind, die ihnen zuhören, die sie aufbauen, sie aufheitern, die sie daran erinnern, dass sie auch dann ein kostbarer Mensch bleiben, wenn sie gerade mal in ihrem Leben hingefallen sind, wenn etwas nicht so gut klappt. Freunde, die helfen ihnen in kritischen Situationen, die helfen ihnen, den Mut und die Hoffnung zu bewahren. Das fehlt sehr, falls sie keine Freunde haben. Aber was, wenn sie tatsächlich ohne Freunde dastehen? Woher Freunde nehmen und nicht stehlen, gerade im fortgeschrittenen Alter? Hier mein bester Tipp. Schauen Sie sich alle Menschen an, mit denen Sie in Ihrem Leben zu tun haben. Und dann fragen Sie sich, wen davon hätte ich gern zum Freund oder zur Freundin? Und wenn Sie auf einen solchen Menschen stoßen, dann tun Sie einfach Folgendes. Behandeln Sie ihn freundschaftlich, interessieren Sie sich für ihn, stellen Sie Fragen, machen Sie ihm mal ein kleines Geschenk, seien Sie ein richtig guter Zuhörer, ein guter Inspirator. Und ich sage Ihnen, die Chance ist groß, dass der andere in derselben Sprache antwortet. Dann entwickelt sich eine Freundschaft zwischen Ihnen und dann haben Sie jemanden, mit dem Sie Freud und Leid und alles in Ihrem Leben teilen können. Und das ist, wie Sie jetzt wissen, ein Segen. Schauen Sie gern noch mein Video über Warnzeichen, bei denen Sie eine Freundschaft unbedingt kündigen sollten. Das ist sehr, sehr spannend. Klicken Sie dieses Video jetzt hier in der Infobox und wir blenden es auch gleich noch zum einfachen Anklicken ein. Und jetzt noch eine persönliche Frage. Warum haben Sie ausgerechnet dieses Video geklickt? Kann es sein, dass Sie ein Mensch sind, der sich ständig weiterentwickeln will, in Freundschaften und auch sonst? Sind Sie auf der Suche nach einem erfüllteren Leben und wollen Sie mehr aus sich als Persönlichkeit machen? Aber beobachten Sie auch, dass Sie rasch wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen? Dann weiß ich einen Weg, wie der Knoten in Ihrem Leben jetzt platzen kann. Sie brauchen dazu nur 3 Minuten Zeit pro Tag. Und diesen fantastischen Weg, den stelle ich Ihnen in meinem kostenlosen Webinar Das 3-Minuten-Geheimnis vor. Es ist eine wunderbare Methode, die kaum jemand kennt. Sie werden damit viel, viel selbstbewusster, Sie werden viel erfolgreicher und Sie sichern sich den Respekt Ihrer Mitmenschen und gewinnen auch Freunde. Ich selbst nutze diese Methode jeden Tag. Klicken Sie jetzt hier und sichern Sie sich mein Geschenk, das kostenlose Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Die Methode, die Sie hier kennenlernen, die kann Ihr Leben verändern. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.